Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Empires and Tribes. Ja, weiter geht's in unserem kleinen Dorfleben. So, Tag ist nur angebrochen. Jetzt gucken wir mal, was unsere Leutchens hier unseren Bogner fertig kriegen. Beziehungsweise wir werden, denke ich mal, ganz kurz ein bisschen mit Hand anlegen. Dann geht's ein klein bisschen schneller. Oh, es werden noch Baustoffe benötigt. Dann 6 Steine auf jeden Fall, ne? Das mit dem Schieberegler, muss ich gestehen, das gefällt mir noch nicht so wirklich. Das ist zu ungenau. Das ist irgendwie noch zu ungenau. Ironischerweise, achso, Lehm ist das, würde ich gerade sagen. Ironischerweise fehlen immer noch Baustoffe, aber es ist Lehm. Es waren keine Steine, es war Lehm, was wir brauchen. Dolle frickelig alles noch so ein bisschen. So, die fangen schon an zu zimmern. Und die letzten Baumstämme kommen auch gerade. Einwand frei. Ja, unsere Lagerhäuser quillen ganz schön über mit Rohmaterialien. So, unsere Bewohner sind unglücklich. Ne? Dann müssen wir mal gucken, dass wir das schnell ändern. Ne? Theoretisch könnten wir jetzt auch nach und nach alle Gebäude nochmal upgraden. Ne? Also sprich auch unsere Handwerksbetriebe. Dass wir sämtliche Gebäude dann irgendwann mal auf Stufe 3 hier im Dorf stehen haben. Das wäre nochmal so eine Überlegung. So, gucken wir mal. Ja, im Prinzip könnten wir den Bogner zum Beispiel sofort nochmal ausbauen. Ne? Schmeißen wir auch gleich wieder sämtliche Arbeiter rein. 12 mal Lehm brauchen wir dafür. Schmeißen wir den Lehm schon mal ran. Oh, 42 Baumstämme. Helfen wir auch noch mal schnell ein bisschen mit, damit es ein bisschen fixer geht. Müssen wir wirklich unsere Lagerhäuser nochmal upgraden, damit wir nicht permanent hier an der Maximalgrenze für unsere Baustoffe sind. Oder alternativ wir sagen, wir erhöhen einfach die Anzahl unserer Handwerksbetriebe nochmal, ne? Oder die Arbeiter in den Handwerksbetrieben, so rum. Also sprich, Töpferei und Möbelwerk oder Schreinerei, so rum. Damit wir hier die Rohstoffe auch wieder ein bisschen runterkriegen. Schwuppdiwupp, schnell ran damit. Oh, 8 Baumstämme. Ja gut, das schaffen die, glaube ich, jetzt auch alleine. Ne? Ironischerweise rennen die bis zum Lagerhaus, um es zu holen. Ne? Anstatt das hier gleich rausnehmen. Okay. Können wir nebenbei gleich nochmal eine Quest machen. Letzte Nacht war sie in der frischen Luft. Nichts an, schlenderte sie durch den Wald. Lampe. Aufgabe annehmen. So, wir sollen eine Lampe suchen. Die uns leider wieder nicht angezeigt wird. Na, dann hat sich das leider erledigt. Wenn ich nicht gezeigt kriege, wo ich da hin muss, dann so eine Kiste suchen, die wird wieder angezeigt. Okay. Dann nehmen wir die Kiste mal in Angriff. Das ist auch immer noch so ein bisschen kurios, ne? Wie gesagt, manche Sachen werden angezeigt, manche wieder nicht. Gut. Die dürften ja jetzt alle an der Baustelle sein. Ah ja, hier ist es schon. So, einmal Mehl haben wir bekommen und 0,5 Zufriedenheit. Ne? Das Mehl braucht man jetzt nicht unbedingt. Ah, das ist fertig. Sehr schön. Oder so gut wie fertig. Das Mehl braucht man jetzt in dem Fall nicht unbedingt, aber
Die Zufriedenheit war in dem Fall das Wertvolle, ne? Brot ist sogar so gut wie voll, ne? Fleisch ist auch relativ gut gefüllt. Können wir Töpferwaren und Holzwaren noch mal ein bisschen pumpen. Oh, wir haben relativ viel Eisenerz sogar schon, ne? Oder Kupfererz, so rum. Ich würde mal ruhig sagen, wir können in die Schmiede noch ein paar Leute reinstopfen, ne? Wolle haben wir ironischerweise nur 8 Tonnen. So, aber damit haben wir den Bogner schon mal wieder eine Stufe ausgebaut. Ah, ist sogar schon komplett ausgebaut. Und dann... Ja. Ja, komm, machen wir mal 4 Leute rein. Damit es eine gerade Zahl ist, die wir auch an Produkten rauskriegen. So, was haben wir denn hier? Machen wir hier auch nochmal 2. So, dann geht's wieder ans Wohngebäude ausbauen, meine Freunde. Und die nächsten Wohngebäude upgraden. So, fangen wir am besten hier mal an. 16 Steine. Helfen wir auch gleich wieder ein bisschen mit, damit es ein bisschen schneller geht. Achso, wir haben noch Pfeile in der Tasche, sehe ich gerade. Ne? Die werden wir mal schnell in unsere Kiste packen, damit wir die nicht die ganze Zeit mit rumschleppen müssen. So, Kiste, da. 10 Pfeile. Ja, haben wir schon 40 Pfeile, ne? Ordentlich. Das ist ordentlich. Ah, jetzt geht's wieder mit dem Gedicht. War in der letzten Folge wahrscheinlich irgendein Bug oder so, nehme ich mal an. So, Dienste anbieten. Machen wir mal das. Vielleicht können wir ihm ein paar Waren liefern oder so. Das wäre dann nicht so schlecht. Im Moment haben wir ja ganz guten Lagerstand, ne? Wir haben von allem eigentlich mehr als wir benötigen. Das hier? Ah ja. So, 7 Steine. Nochmal 7 Steine. Das ist halt echt nervig hier noch mit dem Schieberegler, muss ich gestehen. Liebe Entwickler, bitte nochmal eine alternative Möglichkeit da einfügen, dass man über ein Ziffernfeld oder so nochmal direkt einstellen kann, wie viel man rausnehmen will. Dieser Schieberegler ist nicht die beste Lösung, muss man gestehen. Ist ein bisschen dolle frickelig im Moment noch. So, das würde ich mir tatsächlich nochmal wünschen. Damit das hier ein bisschen angenehmer einzustellen geht. So, 12 mal Lehm noch. Dann brauchen sie bloß noch die Baumstämme. Oh, finde ich schon mal gar nicht schlecht, auch dass die Gebäude alle unterschiedlich aussehen. Oder, naja, nicht alle, aber wir haben eine gewisse Auswahl an verschiedenen Gebäudetypen. Das ist echt nicht schlecht. So. Schauen wir mal. So, damit bauen sie noch 8 Baumstämme. Naja, gut, das können wir unsere Leute auch alleine machen lassen, glaube ich. Ne? In der Zeit gucken wir gleich mal wieder, ob wir wieder irgendwas kriegen, wo wir uns mit skillen können. Hier zum Beispiel. Tristan und Isolde von Gottfried von Straußburg. Gehört wirklich in jede gut sortierte Literatursammlung. Für 60 Pfennig auch in eure. Ja. Nehmen wir mal an. Skillen wir gleich nebenbei mal wieder. So, ich habe eure Nachricht soeben beantwortet. Gut, dann müssen wir gleich mal gucken, was der König uns geschrieben hat. Ich habe hier einen etwas verstärkten Spaten. Naja. Brauchen wir allerdings nicht wirklich, ne?
Ein Eisenmesser oder so würde ich ganz gerne mal kaufen, muss ich gestehen. Oder generell die letzten Werkzeuge, die uns noch fehlen, ne? So, hat eine neue Mühle gebaut und produziert Mehl im Überfluss. Naja, gut, aber Mehl haben wir leider selber auch schon im Überfluss. Ja, komm. Wolle nehmen wir mal ruhig an, wenn wir dann guten Preis für bezahlen. So, dann Dirk baut seine Befestigungsanlagen aus und benötigt dringend Steine. Wollt ihr für den erhöhten Preis oder von dem erhöhten Preis profitieren und mit 15 Tonnen Stein zu 135 Pfennig verkaufen? Ja, machen wir mal. Können wir generell mal gucken, wie die Preise im Moment aussehen. Hm, Steine bekommen wir noch ganz gut, was, ne? Würde ich mal sagen, solange die Preise noch gut sind, verkaufen wir den Burschen hier doch noch mal ein paar Steine. Hm? Im Moment haben wir nämlich noch ganz viele, die wir im Moment auch nicht so dringend brauchen. Verkaufen wir die doch glatt mal. Hm? Jetzt haben wir schon 14.000 Pfennig, ne? Wir schwimmen im wahrsten Sinne des Wortes im Geld. So, bei Waffen können wir euch auch nochmal gucken. Gucken wir, ob wir vielleicht irgendwas Besonderes kriegen. Ein Holzschild, um euch gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Hm, naja. Braucht man nicht wirklich, ne? Hm. Wir könnten theoretisch sagen, wir schicken unseren Händler mal los und kaufen mal ein paar Eisenwaffen. Eisenwaffen. Hm. 500 würde uns das kosten. Ja, machen wir mal. Kaufen. Und Karren losschicken. So, dann haben wir für 10 Leute im Prinzip schon mal Eisenwaffen. Auch wenn wir die jetzt im Moment noch nicht selber produzieren. Aber da wir auch eine relativ stabile Bilanz im Moment haben, denke ich mal, sind wir da gut dabei. So, was sagt denn unser Baufortschritt? Ist gleich fertig, ja. Helfen wir noch mal ganz kurz mit hier, damit das fertig wird. Was wir machen können, wir können im Prinzip schon sagen, die sollen das nächste Gebäude dann gleich bauen. Dann gehen die nämlich gleich zur nächsten Baustelle und rennen hier nicht erst noch woanders lang. So. Aha. Cool. Wir haben schon die nächste Stadtstufe erreicht. So, jetzt sind wir... Eure Siedlung hat eine neue Größe erreicht. Bischofssitz. Ui. Coole Kiste. Ein Bischofssitz. Und das bei nicht mal 100 Einwohnern, ne? Von Staunen. So, dann haben wir 13 Leute erstmal am Werkeln. Wollen wir nochmal ein paar Steine organisieren. So, hier müssen wir mal gucken. Wirtshaus ausbauen. Könnten wir also theoretisch jetzt da als nächstes dann nach dem Wohngebäude auch mal machen, ne? Die Wirtshäuser mal upgraden. Ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ich nehme mal an, dann werden wir ein paar Sitzplätze mehr kriegen und die Wirtshäuser können mehr Leute aufnehmen. Das wäre gar nicht so schlecht. Was natürlich praktisch wäre, wenn man den Marktplatz irgendwie noch ausbauen könnte, ne? Das wäre nochmal eine coole Sache. Hm. Können wir mal. Hm. Müssen wir mal kurz bei Gebäuden gucken, denn ich sehe gerade, hier steht neu, ne? Hier müsste irgendein neues Gebäude freigeschaltet worden sein. Ah, sehr gut. Die Eisenschmelze können wir jetzt bauen. Eisenschmelze und die Eisenwaffenschmiede. Naja.
So, mal gucken, bei Minen. Eisenmine können wir dann auch schon bauen, einwandfrei. Ja. Haben wir einiges vor uns, meine Freunde, würde ich sagen. Da haben wir einiges vor uns. So, was haben wir denn hier Schönes? Bettelmönche erbitten Aufnahme in eurer Stadt. Und eine Stadtratssitzung. So, was wir mal schnell mal machen werden. Wir gucken mal in der Schreiberstube. Und gucken mal, was er an Antwort geschickt hat, ne? Ihr könnt mir in der Tat behilflich sein. Ich habe gehört, dass in euren Landen ein spezielles Kraut wächst, mit dem Heiltränke gebraut werden können. Sendet mir doch bitte einen dieser Heiltränke, damit ich mich selbst davon überzeugen kann. Wilhelm von Holland. Den Heiltrank zum König schicken. Okay. Ah, dann müssen wir mal gucken. Herstellen. Rezepte. Müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Belebender Trank, Heiltrank. Einmal Getreide, eine Pflanzenfaser und eine Wasserflasche. Ach du Gott. Brauchen wir auf jeden Fall eine Wasserflasche, ne? Das nehmen wir mal an. Mit Geld können wir eh gerade um uns schmeißen. So, eine Wasserflasche. Belebender Trank. Wasserflasche. Die hat keine Wasserflasche, sehe ich gerade, ne? Ihre Flasche. Kann mit Wasser gefüllt werden. Leere Flasche. Tja, dann werden wir mal gucken müssen. Oh, wartet mal, den Bettlermönch hier, den werden wir mal ruhig hier lassen. Sehr gern würde ich in eurer Stadt ein Leben nach dem Idealen von Vita Apostolica führen. Dauerhaft in der Stadt aufnehmen. Ja, komm, machen wir mal. Dann haben wir gleich wieder einen besseren Religionswert. Ich bin der Meinung, wenn wir an der Sitzung teilnehmen, ja, machen wir mal. So. Was haben wir denn hier? In unserer Siedlung verkommen langsam zu einer Stätte in Dieben und Tagen härtere Gesetzgebung. Oh, brauchen wir eigentlich nicht. Laschere Gesetzgebung Erfolg. Auch Erfolg. Auch Erfolg. Oh, skippen wir alles mal ein bisschen schnell. So, damit sind wir die Ausschlaggebende. Entscheidung akzeptieren. So, dann Folter. Nee. Für Verbot von Folter argumentieren. Klicken wir alles mal ein bisschen schneller durch, damit wir hier fertig werden. So, damit dürfen wir auch wieder den Ausschlag geben. So, was haben wir als nächstes? Alle Themen besprochen haben, Sitzung beendet. Ah, okay, gut. So, müssen wir nämlich immer ein bisschen darauf achten, dass unsere Bevölkerung hier nicht rebelliert irgendwie mal, ne? So, ich war der Meinung... Ah ja, leere Flasche, genau. Diese leere Flasche kann an einem Brunnen oder einem Fluss mit Wasser gefüllt werden. Dann müsste man ja theoretisch eine Wasserflasche kriegen. Dann braucht man noch einmal Pflanzenfaser und einmal Getreide. Und dann könnten wir den Trank im Prinzip brauen. Mal. Gucken wir mal. Schnappen wir uns schon mal einmal Getreide. Und dann gehen wir mal hier zum Brunnen. Flasche befüllen. Okay. So, dann müssten wir eine Wasserflasche haben, ne? Genau, Wasserflasche. So, und dann gucken wir mal. Herstellung. So, dann brauchen wir einmal das hier und einmal das hier. Und dann kriegen wir einen Heiltrank. Ja, die Frage ist immer noch so ein bisschen, wo kriegt man regelmäßig Flaschen her, ne? So, einwandfrei. Dann können wir den Auftrag des Königs nämlich abschließen.
Dann durften wir auch gleich wieder Ruf bekommen. So, Aufgabe erfüllen. 80 Ansehen. So, Eure Majestät Wilhelm von Holland. Wie von euch angefragt, übersende ich euch hier eine Flasche des Kräuterheiltranks aus unserer Region. Wohl bekommt's. Brief abschicken. Ja, gut. Gucken wir gleich nochmal. Naja, so viel fehlt nicht mehr, ne? Ich bin, wie gesagt, mal mega gespannt, was nachher zu kommt. Denn, ja, allzu viele Ränge dürften nicht mehr kommen, ne? So, meine Freunde, würde ich sagen, war's das für diese Folge wieder? Genau, richtig würde ich meinen, irgendwo ist ein riesen Feuer ausgebrochen. Ach, du Heilige. Ah, hier beim Sägewerk. Ja, ich vertraue mal darauf, dass das unsere Leute hinkriegen, ne? Hier kommt der erste schon mit dem Eimer, da kommt der zweite mit dem Eimer. Ja, sollten unsere Leute Dings alleine hinkriegen. So, ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, nächste Folge werden wir dann auf jeden Fall fleißig weiter Gebäude ausbauen. Werden unsere Bevölkerung weiter erweitern und dann ein Heer aufstellen. Das, wie gesagt, kommt alles in den nächsten Folgen. Gerne wieder fleißig das Däumchen drücken und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge hier bei Empires and Tribes. Bis dahin, bleibt mir schön gesund und ciao, ciao.